Bentonit hat die Eigenschaft, dass es wirklich auch Wellness ist für unsere Schleimhäute. Gerade bei Infektionen, Entzündungen vom Mundbereich, Speiseröhrenbereich, Zwölffingerdarmentzündungen, aber auch Magen- und Darmbeschwerden. Was kannst du uns darüber erzählen? Hast du Erfahrungswerte diesbezüglich speziell? Mit Bentonit? Mit dem Bentonit? Ich persönlich habe wenig Erfahrung an mir. Die Erfahrung ist ja das, was ich wirklich an mir dann kann testen, weil ich in der Regel nehme ich das Zeolit oder das Zeovent und ich mache das tatsächlich so. Ich frage nach jeder Dose, die ich gebraucht habe, meinen Körper, was willst du gerne jetzt für ein Produkt? Und in der Regel ist es Zeovent, wo ich nehme. Ich frage dann natürlich auch immer, wie oft muss ich das nehmen. Das ist, das ist auch so ein bisschen die Regel. Ich nehme es noch einmal im Tag, maximum zweimal. Zweimal ist es, das ist jetzt ein Insider, wenn ich beispielsweise mit Freunden am Abend ein Glas Wein getrunken habe, oder dann sind es sehr wahrscheinlich zwei oder drei Gläser gewesen, dann nehme ich am nächsten Tag sicher zweimal das Zeobent. Und das Zeobent, wie ich gesagt habe, ist, weil ich das sehr wahrscheinlich nur noch einmal nehme. Mein Körper das weiss, sagt, du nimmst dann gerade so ein bisschen den Power-Entgifter. Danke für den Geheimtipp. Also für alle, die feste Entzündungen haben, immer wieder unter Bauchweh leiden, empfehle ich euch, das Bentonit mal zu nehmen, um zuerst mal Beruhigung zu schaffen in diesen Schleimhäuten und um die Schutzschicht wieder helfen aufzubauen. Weil wenn ihr Medikamente einnehmt, ob das jetzt mal ist, ein-, zweimal ein Tafalgan wegen Menschschmerzen oder wegen Kopfweh, Migräne oder mal ein Brufen, diese Medikamente, die tun nicht nur unser Mikrobiom im Darm schwächen und vermindern, sondern sie tun auch unsere Schleimhäute angreifen. Und die wertvolle Schutzschicht, die wir haben, und darum gibt es dann so wie Ausdünnung in diesen Schleimhäuten oder gar Löcher. Wenn dann das sehr ausgeprägt wäre, dann ging das schon richtig leaky gut. Und dann kommen permanent immer wieder Entzündungen im Körper und Allergien. Es fängt an mit ein, zwei Allergien und es werden meistens im Laufe der Zeit immer mehr. Kann dich da eigentlich nur unterstützen, gerade wenn ich aufnehme beispielsweise Migräne, ist ja etwas sehr, sehr Schmerzhaftes. Ich habe die Erfahrung als ganz junger Mensch dürfen, können, müssen machen, eher müssen. Kann man statt zu einem Medikament greifen, auch mal einfach zu einem Glas Zeolit greifen und das vielleicht zwei- oder dreimal täglich nehmen und schauen, was passiert dann? Also da habe ich Erfahrungen nicht selber gemacht, sondern da habe ich Erfahrungen im engsten Umfeld. Also mit Migräne oder auch Kopfweh, starkem Kopfweh, ist durchaus die Möglichkeit, dass man das mit Zeolit oder auch mit dem Bentonit, eigentlich alle drei Produkte, was dann gerade so passt. Das ist ein gutes Stichwort. Kann probieren, das wieder in einen normalen, schmerzfreien Zustand zu bringen. Und auch gerade dort, was geht über Säureüberschuss, beim Reflux oder wenn es heisst, zu viel Magensäure und ganz viele Menschen mit Säureblocker arbeiten. Es ist häufig nicht zu viel Magensäure oder Magensaft, den wir haben, sondern zu wenig Verdauungssaft und darum fängt das an wie gären, stößt auf und ätzt dann und tut uns auch die Schleimhäute belasten. Und statt einen Säureblocker zu nehmen, kann man nochmal probieren, wie es der Körper reagiert, wenn man mit dem Bentonit schafft und so wieder auf eine Gesundung kann kommen von der Schleimhäute. Aber natürlich würde ich das begleiten lassen, unter ärztlicher Aufsicht oder mit eurem Therapeut. Das ist auch ein ganz guter Hinweis. Da kann ich gerade noch sagen, oder den Menschen, die zuhören und zuschauen, mitteilen, wie ich es persönlich jetzt mache. Ich habe gesagt, ich nehme ein bis zweimal Zeolit oder Zeobent. Ich starte am Morgen auf den nüchternen Magen mit einem Glas. Und wenn ich es zweimal nehme, dann beende ich den Tag am Abend, bevor ich schlafe. Auch mit einem Glas 2 bis 3 Dezi Wasser.
ist ganz wichtig, dass man, wenn man Zeolit, Bentonit oder auch das Zeobentin nehmen, genügend Wasser trinkt. Und ja, das ist etwas, wo bei mir eigentlich so der Tag anfängt und der Tag aufhört. Dann trinken wir doch etwas. Trinken wir ein Schlückchen Wasser. Zum Wohl. Zum Wohl, Brigitte.